Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und wir spielen Assassin's Creed und machen die ganzen Nebenmissionen. Und das eigentlich ganz recht erfolgreich. Denn wir sind da schon ordentlich aufgestiegen. Also ordentlich aufgestiegen. Wir waren vor ewig langer Zeit, waren wir mal hier und haben da jemanden geholfen und dann haben wir jemanden befreit. Danach hat die Xbox ausgemacht, wir waren völlig woanders und ja, deswegen sind wir wieder hier. Und mal gucken, was der denn von uns möchte. Wir sind Stufe 24. Das Ganze haben wir schon mal abgeschlossen. Und ja, weiter geht's. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Ah, nein, da ist er. Du erholst dich schnell. Nun, sollen wir ein paar Gräber ausrauben? Habe ich etwa einem Verbrecher geholfen? Oh, stimmt ja. Du bist ein Magi. Nein, ich bin kein Verbrecher. Ich bin ein Opportunist. Ah, ich kenne deinesgleichen. Was hast du diesmal ausgegraben? Das haben sicher die Banditen gesehen. Einen Ring von unermesslichem Wert. Und wie du sehen kannst, will jeder ihn haben. Diese Banditen haben mich verschleppt, um ihn zu finden. Ich? Mich interessiert nur sein Wert. Glaubst du, ich wäre gern ein Leichenfledderer? Ja. Komm, folge mir zu meinem Palast. Es ist deine Pflicht, mich zu beschützen, oder? Du hast gesehen, wie gefährlich es hier ist. Wenn's sein muss. Ja, mein persönlicher Magi. Was für ein Glück! Ich dachte, ihr werdet längst alle unter dem Sand der Zeit begraben. Nicht alle. Schließ dich uns an. Wir könnten einen Krieger wie dich gebrauchen. Um dich aus all dem Schlamassel zu holen, in den du dich selbst gebracht hast? Ja, es sind harte Zeiten für uns, weißt du? Banditen sind uns ständig auf den Fersen. Dann verkauf den Ring. Ach so, funktioniert das nicht? Na komm, wir fangen mit der Mission. Ich weiß, aber Gizeh ist voller Wunder und Mysterien. Man muss nur genau genug hinsehen. Und die Belohnungen. Die Belohnungen. Aha, das... Nepti! Mein Seni! Ah, warum kommst du nicht und suchst nach mir? Ich saß tagelang in einer Zelle. Scheiße, wo ist der Ring? Schon gut, ganz ruhig. Rashidi hat ihn. Wer ist das? Das ist mein Bruder. Er hilft bei der Suche nach dem Ring. Ist das dein Ernst? Na gut, ja. Wieso nicht? Ich habe Zeit. Ha! Das Glück ist immer auf deiner Seite. Nicht wahr, Ober? Wäre das wahr, hätte ich meinen Ring. Unseren Ring. Ja. Ja. Der Ring ist Millionen von Drachmen wert. Kleopatra wäre die deine, wenn du ihn ihr gibst. Dann suchen wir nach unseren Brüdern. Sie haben den Ring. Es wimmelt nur so von Banditen. Damit fange ich an. Rashidi ging gen Süden. Stieß wahrscheinlich auf diese Banditen bei der Sphinx. Der Narr. Rashidi ist in Gefahr. Ich muss ihn aus diesem Lager befreien. Na komm, wir machen noch was Pferdchen. Denn dafür haben wir es ja gekauft, dass wir drauf rumreiten können und schnell mal irgendwo hinreisen können. Ach. Ach. Nein, 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 nein. Okay, jetzt haben wir es. Kaputt gemacht, aber egal, damit kann ich leben. Was an. Nein, warum schleiche ich ab, ich Idiot? Oh.
Was habe ich jetzt mehr als cool? Was natürlich nicht verkehrt ist, denn die kleinen nervigen Biester, die haben nämlich weiches Leder und das ist natürlich nicht schlecht. Und? Yippie. Kommt der jetzt her? So. Hat sich gelohnt. Können wir gleich mal unser... Oh, da ist noch eine Schriftrolle. Hier ist schon eine Pyramide, so weit waren wir noch nie oder so nah waren wir noch nie. Und aber wir wollen ja gerne die Ausrüstung und ein bisschen was verbessern. Ja, hier brauchen wir wieder Eisen, ein bisschen hartes Leder, hier brauchen wir nichts und hier brauchen wir wieder weiches Leder. Was brauchen wir hierfür? Hartes Holz und hier wieder das und das und das. Das wird nicht... Achso, das ist noch alles. So, hier war irgendwas Gold und Silbernes, also halb damit. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns das mal ganz ein bisschen noch umgucken. Was ist denn hier drin? Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Ich weiß es nicht. Aber wir gucken gerne mal rein und mal schauen, was sich so da drin befindet. Oh. Hier brauchen wir ein bisschen Wasser. Also hier ist es sehr, sehr dunkel. Ich weiß gar nicht, wie ich hier da rauskomme. Ah, eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Mhm. Ah, da. Na los, mach an. Krass. Nicht so weit hoch. Ein Bogen, ein neuen und noch eins fehlt. Bitte, mach an. Ich weiß nicht. Hallo. Naja, komm. Jetzt wegrutsche. So richtig hält er sich raus. Krass. Wie tief wir sind. Na komm, sah doch schon ganz gut aus. Einen gleich beim ersten Mal. Wow. Ich weiß nicht, ob ich hier rausfinde. Ich mich herausfinde. Ach, hier ist noch ein bisschen was. Aber wir kamen gerade von da oben. Genau. Okay, hier ist noch ein bisschen Weg. Bei Amun. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Kannst mir gerne sagen, wenn du das weißt. Ihr wollt es doch bestimmt auch hören.
Ich habe ein kleines Hölzchen. Ah, cool, jetzt brennt's. Hier glaube ich auch noch so einen Riesenschlüssel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das muss ich reparieren. Und hier ist der letzte Schatz. Irgendwas machen. Mal gucken, hier ist noch ein paar. Ah, ich habe immer Angst, dass ich mich dann verbrenne damit. Aber es muss doch eigentlich irgendwas machen hier. Das kann doch nicht einfach nur so enden. Mal schauen auf der anderen Seite. Natürlich geiles Zeug bekommen heute hier oder jetzt gerade hier. Aber ich muss noch irgendwas machen können. Das kann doch nicht alles sein. Weiß nicht, kann ich hier hochklettern? Ich versuch's mal. Nee. Hält sich nicht fest. Es gab ja auch schon, dass wir es erkundet haben. Kann ich da davor schießen? Nein, Pfeil und Bogen natürlich. Also ich weiß nicht, ich würde sagen, wir kommen bestimmt doch mal irgendwann hierher. Und das sind irgendwelche Dinge, die irgendwann nochmal leuchten werden und sich hier irgendwas vergraben ist. Oh, sehr dunkel, fällt mir gerade auf. Hier geht's irgendwo lang, nach oben und hier. Haben auf jeden Fall erstmal noch was freigeschalten, das war ja schon mal nicht schlecht. Was? Hier kam wieder vorbei. Hier kommen wir auch garantiert nicht mehr raus. Hm. Ungünstig. Nein, nochmal. Also gucken wir nochmal nach unten. Und obwohl ich das schnell machen wollte, die Mission, haben wir da jetzt hier ein kleines Problem. Ist eins ausgegangen? Ah, hier war noch eins. Dass ich gerade momentan nicht rauskomme. Halt. Bitte schön, Leuchter. Leuchtet? Ja. Und weiter nach oben geht's, wenn ich mal einen Stein finde, wo ich mich wieder festhalten kann. Hier geht's nicht, oder doch? Na, es wird nicht besser, wir müssen doch schon nach hier. Und hier geht es jetzt da entlang.
Ein hartes Leder, das war ganz gut. Dauert manchmal echt ein bisschen länger, bis der wieder was brennt. Und gucken wir mal nach hier. Oh, das ging ganz schnell. Hier steht nichts rum, hier können wir noch ein bisschen was plündern. Und ich glaube, hier haben wir angefangen. Also hier kamen wir, glaube ich, rein. Oder nein? Duck dich. Und rein. Oder durch. Krieg gerade echt ein bisschen langsam lang. So, ich glaube hier, genau, hier kam ich rein. Und weiß nicht, können wir da drauf gucken? Wäre auch mal interessant zu gucken. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Gut. Haben sie auf jeden Fall abgeschlossen. Und können mal kurz gucken, ob von den Sachen, die wir gefunden haben, was uns denn dabei hilft, ob irgendwas besser ist. So, wir haben noch ein Schild gefunden irgendwo oder irgendwann mal, aber das ist nicht so schick. Können wir auch gleich vernichten und noch einen Haufen Nahkampfwaffen, wobei das eins besser ist. Und der Rest, gut, das wäre auch noch ein bisschen besser, aber das was stark ist und damit komme ich nicht so klar. Das sieht auch schick aus eigentlich. Behalte ich mal. Das ist unsere Hand. Habe ich eine neue Kapuze? Ach so, ohne Kapuze. Halt mal, Moment mal. Kapuze ab. Dreht ihr mal ein bisschen schneller. Halt, falsch, falsch, falsch. Mit Bart, ohne Bart. Nein, ich mag das mit Kapuze schon doller. Und Haare können ruhig ab sein, da habe ich nichts dagegen. Die stören mich nicht. Wir wollen diese Richtung und ja. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Ihn noch retten, damit wir das noch mal so abschließen. Können wir ein bisschen drumherum fliegen. Noch ein bisschen hochfliegen, um da halt noch die ganzen Gegner zu erkunden. Und da schon mal uns da noch so einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Damit wir wissen, wie viel und wo die so auf uns warten. Rosa, da ist noch einer und das kann ja gut noch ein bisschen dauern. Die sind alle doch ganz schön. Na, okay. Schaffen wir schon. Oh, oh, so nah waren wir noch nie. Ganz schön viele. So, okay.
Da komme ich nicht ran. Okay. Gut, wir wissen wieder, oder ich weiß wieder, dass der... Nein, nicht tragen, lass ihn liegen, lass ihn liegen. Dass der mit den... Wow. Dass der mit den weißen Pfeil... So mit den durchsichtigen, transparenten, dass der dafür ist, dass du halt schnell schießen kannst. So war ich noch 1 Euro. Nein, geht's nicht. Ach, hier geht's nicht. Gut, machen wir das Ganze hier. Und so und da. Und ja. Da rennt einer rum, da rennt einer rum. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig, die da zu erwischen. Hey, was? Ah, Subir. Ja, guck bitte in meine Richtung. Helft mir mal hier drüben. Ach, hör auf. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Kannst du wieder... Habe. Okay, wenigstens ihn. Schön eingetroffen. Nachdem ich 50.000 Mal vorbeigeschossen habe und es auch natürlich nicht besser wird. Naja. Da bist du! Bastard! Du entkommst uns nicht! Ha, schön. War nicht so geplant, aber dennoch erfolgreich. Wow. Ein goldener Bogen. Ein goldener Bogen, das sieht natürlich sehr, sehr schick aus. Den da nicht verwenden wollen? Krass, Kreislauf des Lebens. Hä? Okay. Ich nehme es jetzt mal so hin. Weiß nicht wie, aber... Cool. So. Wir schauen mal kurz hin, ob der Bogen besser ist als den wir gerade ausgerüstet haben. Ist... Nee, ist er nicht. Aber der ist Gold. Ach, da schieße ich wieder 3. Gesundheit per Treffer ist natürlich nicht verkehrt. Hier gibt es auch ein neues, aber das ist nicht viel besser als das wir haben, deswegen können wir das gleich mal vernichten und da gibt es wenigstens 3 Holz. Da unten sind sehr, sehr viele. Nein, oh Gottes Willen, da bist du noch. Was bist denn du für ein Tierchen? Ach so, der hat ein Schild. Pein. Wir gehen mal schnell nach oben. Denn hier oben sind wir. Haben vielleicht ein bisschen Vorteil, wenn er hochkommt. Falls einer hochkommen sollte. Ist hier eine Treppe? Oh ja, hier ist eine Treppe. Supi. Aber ich renne nicht um. Bist du nicht? Oh, der feine Herr mit seinem Feuer. Oh, da
Das war aber ein glücklicher Schuss. Sag ich doch. Hasst mich nicht. Es gibt noch ein paar vereinzelte. Aber den Großteil haben wir schon ausgeschalten. Und das schaffen natürlich auch die anderen, die letzten. Die restlichen Leutchen. Da vorne ist einer, der ist einer. Wow. Hoffentlich dreht er sich immer nicht ungeschickt um. So, den haben wir auch eingeholt. Und schnappen wir uns mal noch den hier. So, hier gab es noch einen Schatz. Den holen wir uns auch noch. Und hoffen, dass hier noch irgendwas Großes, Schweres auf uns wartet, wenn wir so rumflitzen. Alles erledigt. Komm, können wir ihn mal retten. Oh, womit habe ich das? Rashidi? Hä? Du kennst meinen Namen? Ich hol dich hier raus. Müssen wir wieder tragen. Ich glaube, der Weg ist gut. Der Ring, den ihr gefunden habt, scheint sehr begehrt zu sein. Was weißt du über den Ring? Ober und Nepti sagten, dass du Ärger hast. Ich glaube, es wäre besser, wenn ihr dieses Leben aufgebt, hm? Wir könnten, wenn wir den Ring hätten. Warte. Hast du ihn etwa nicht? Toro schlug mir ins Gesicht und lief zum Grab des Hämon, um ihn zu verkaufen. Wer ist Toro? Ein Bruder. Ah, natürlich. Ich sehe, ob es ihm gut geht. Geh du zu den anderen. Bei ihnen bist du sicher. Ha, wohl kaum. Ich frage mich, was Turo mir erzählen wird. Oh, der ist auch noch mal weit, weit weg. Also sehr, sehr weit weg. 800 noch was. Also Leute. Wo steckt er sich denn? Enor. Bist du gut? Was? Bist du böse? Nein, du bist natürlich sehr böse. Okay, und so. Kein Problem. Ah, noch einer. Wie gesagt, kein Problem. Ich guck mal kurz, was das leuchtende Fragezeichen ist. Ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, wo wir gerade eben schon waren. Mit der Kriegsgöttin. Beziehungsweise die, die gerne Unruhe stiftet. Oder ob das was ganz anderes ist. Was ist da jetzt? Hier waren wir doch gerade eben schon mal. Das. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, ob wir mal später wiederkommen.
In der Hoffnung, dass da dann der Sand vielleicht ein bisschen weg ist und wir hier irgendwas sehen. Aber momentan sehe ich überhaupt gar nichts. Ich kann es jetzt immer dann noch ein bisschen rumsuchen und rumspringen und da wird nicht viel wegbringen. Stimmt besser? Ach, keine Ahnung. Genau, wird nicht viel passieren. Deswegen können wir einfach mal weiterreisen und noch ein bisschen was entdecken. Wir müssen eigentlich eine Stunde lang hier auf den Sand rumherflitzen. Und feststellen, dass da doch nichts ist. Ah, hier geht's rein. Aber jetzt machen wir auch mal ein anderes Mal. Und kümmern uns erstmal hier um diese Mission. Und da wir gleich da sind, rufen wir unseren kleinen Vogel. Also fliegen wir vielleicht noch mal ein bisschen näher hin. Sind die alle tot? Ich würde sagen, ja. Da liegt noch ein Schatz und noch ein Fragezeichen, wobei wir das Fragezeichen da entdecken, wenn wir das Ganze, wenn wir die ganzen heranreisen. Wir gehen mal hier hoch. In der Hoffnung, dass die Tiere, die nicht hier hochkommen. Oh, das ist ein Vogel. Die Banditen holten ihn ein. Aber dann kam hierhin. Ist Turo unter den Toten? Ist egal. Der lässt hier. Die haben mich genervt. Sehr schön. Ah, das ist ein Geier. Ah. Oh, cool. Ist ja gleich von unseren Beinchen gefallen. Macht natürlich das Aufsammeln einiges leichter. Da war gerade mal ein großer Sprachfehler mit dabei. Ach, komm ich hier durch? Hier ist ein Schatz. Und da ist der andere. Ah, das muss Turo sein. Oh, muss ich ihn schon zurückschaffen? Was ist das? Ah, seine Hand wurde gefressen. Die Hyäne hat bestimmt den Ring verschluckt. Das ist absurd. Oh, ich muss doch die Hyäne fangen. Leute. Na, wo bist du? Ah, da bist du. Da komm einer. Ich würde gerne da reingucken, aber wir reißen erstmal den Ring hinterher, damit wir das eine und das andere machen. Oh, da drüben ist ein einsames Pferd. Weiß nicht, ob das einsame Pferd irgendwo hingehört. Nein, da ist nichts. Oder ist da? Nein, da ist nichts. Können wir weiterreisen. Und hier irgendwo müssen die Hyäne sich befinden. So, haben wir gefunden. Mal gucken, was hier auf uns wartet. Habt ganz viele Tierchen. Hab's halt drauf. Bisschen. Manchmal.
Der Ring, den Ober, Nepti und Rashidi gesucht haben. Dann beenden wir die Geschichte. So, schaffe ich noch schnell zurück. Dass der Ring endlich mal da ankommt, wo er eigentlich auch nicht hingehört, aber wir sind ja Matcher und helfen gerne, deswegen machen wir das noch. Wie kommen wir eigentlich da hoch? Wir können das ja aber noch ein bisschen entdecken, dass wir später dann, wenn wir nochmal hierher kommen sollten, was wir bestimmt machen werden, da dann hin können. Oh, das hat sich super gelohnt, hier reinzureiten. Ich dachte, eigentlich war es geplant als Abkürzung. Aber wie ihr seht, war für den Arsch. Bringt überhaupt nichts. Jetzt halte ich mit dem Pferd immer den Kopf vor die Wand und naja. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Weil die ersten sind, denke ich mal, kein Problem. Aber danach könnte es noch ein bisschen schwieriger werden. Wir versuchen es mal. Macht er schon geschickt. Hey, ich das gelebt. Halt, dann nicht so weit. Gedacht, dass das so gut klappt. Hatte aber eigentlich auch schon geschickte Füßchen und Händchen und keine Ahnung. Hat's einfach drauf. Oh nein, 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 nein. Schön. Können Sie ihn noch halten? Nicht, dass wir ganz nach unten rutschen und dann nicht weitermachen können. Aber ich würde eigentlich sagen, aber wir ersteigen eine Pyramide. Erklimmen diese. Gekonnt. Und das ist auch nicht schlecht. Na komm, oh je. Oh, ich Schwein gehabt. So. Okay, und hoch. Und hoch. Gleich sind wir oben. Wow. Wow. Und? Was sagt ihr? Schicke, schicke Aussicht. Und wir können noch mal kurz, bevor ich denn auf Synchronisieren drücke, noch mal schauen, was wir jetzt sehen und was danach noch alles dazukommt. Okay, und viel Spaß. Pyramide. Und noch einer. Ich weiß nicht, ob es noch größere gibt. Grundsätzlich ist es ja richtig hammerhut. Ach, runterrutschen. Welcher Rutschen schlägt hier rum. Sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Wo denn? Ah, hier ist eine Mission. 19. Noch eine kleinere Pyramide. Und noch ein paar Fragezeichen da und dort. Und das ist auch nochmal interessant, aber da waren wir schon mal. Muss mal gucken, was da, weil wir da was finden. So. Okay, und los. Ah, nicht. Wow. Nein, lass los, komm. Habe ich es jetzt? Fünfer verdrückt auf den kleinen Stückchen. Hm. Nochmal. Hm.
Das sah die ersten Meter viel, viel cooler aus. Das ist jetzt echt ein bisschen schade. Hat ein bisschen Flow verloren. Wir können es hinstellen. Und weiterflitzen und suchen wir noch die Schriftrolle. Da können wir diese nochmal mitnehmen und dann dahin rennen. Haben wir noch ein bisschen Zeit und ja. Ich finde die Familie sehr, sehr nervig. Es ist über uns. Und gefühlt müssten wir eigentlich gleich da sein. Oh ja. War's das? Ja, das war's. Mal gucken, was hier drin ist. Eingang. Oder Ausgang. Na, noch den zweiten. Achso, die haben nicht losgelassen. Immer dasselbe Problem. Ich habe es nicht ganz mit denen liegen lassen, hinfallen lassen und sowas. Da tue ich mich manchmal immer noch ein bisschen ungünstig. So, da sind wir wieder. Schwupps und raus. Schlechte Neuigkeiten. Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Ist was mit dem Ring? Turo ist tot. Oh, tragisch. Und der Ring? Ja, sehr bedauerlich. Aber was ist mit dem Ring? Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn. Habt ihr mich nicht verstanden? Wegen Turo? Das ist alles deren Schuld. Gib ihn mir. Mein Magi, komm schon! Diese Männer sind undankbar. Der Ring gehört mir. Es ist meiner. Ich mache die ganze Arbeit. Gib ihn mir. Kann ich gehen? Gib ihn mir. Kann ich dich erschießen? Es ist meiner. Komm. Ich mache mich jetzt auf den Weg, Brüder. Seid ihr nicht traurig? Ein Freund ist tot. In Gizeh stirbt jeden Tag ein Freund. Oh. Wer kriegt ihn? Der mit der... Wo ist der? Scheiße! Der Ring! Schön. Verflucht seien Sie! Ich muss den Ring vor Ihnen finden! Such weiter. Ich bin sicher, er taucht wieder auf. Ha! Ich gebe niemals auf! Ich werde mich von den anderen fernhalten. Und wenn ich den Ring finde, werde ich noch weiter weggehen. Dann beeil dich besser. Sonst finden sie ihn noch vor dir. Nein, das werde ich nicht zulassen. Das ist meiner. Sch, der Ring ist noch verschwunden, aber ich glaube, er ist in der Nähe. Ich glaube, die anderen haben ihn. Haben sie nicht? Haben sie? Haben sie? Ach, du machst dich lustig über mich. So. Haben wir das auch erlegt und so finde ich das Ende gar nicht mal so schlecht. Dass sie am Ende keiner hat. Okay. Hab ein bisschen was entdeckt. Sind ein bisschen rumgekommen. Hab noch ein paar Nebenmissionen. Und ja, würde ich meinen, dass wir die dann nochmal demnächst versuchen. Sind noch drei Stück. Also noch mehr Missionen, aber noch drei Nebenmissionen. Wobei eine ein bisschen was längerfristig ist. Und dass wir erstmal die machen. Dazu müssen wir zurück nach Alexandria. Genau. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Weil die eine haben wir ja schon mal versucht.
Und die hat aber irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, wir versuchen das Ganze gerne nochmal. Und mache hier noch ein bisschen die Mission und können da noch ein bisschen was plündern und hier noch ein bisschen was entdecken. Und das machen wir das Ganze mal das nächste Mal. Okay. In diesem Sinne. Oh, das sind die bösen Reiter der Apokalypse. Stufe 20. Weiß gar nicht, ob wir die jetzt schaffen. Weil wir ja Stufe 24 sind, müsste es eigentlich drin sein. Mal gucken, was wir so aufgenommen haben. Na, das ist schlecht, da machen wir die kaputt. Also, meine lieben Freunde, ihr dürft natürlich gerne das Ganze gerne kommentieren, abonnieren und ein bisschen liken. Und hast du nicht gesehen? Tobt euch aus. Gucken, was wir hier haben. Ah, dauert noch ein bisschen. Und das auch noch ein bisschen. Also da geht echt noch ein bisschen Land in Zeit, in den Zeiten ins Land so rum. Und ja, bis da weitermachen können. Also, nicht vergessen, das Ganze hier zu kommentieren, abonnieren und ganz, ganz viele Däumchen zu hinterlassen. Und gerne auch das nächste Mal wieder einschalten und dabei sein und zuschauen. In diesem Sinne. Wow, das wäre geil. Bam, voll die Fresse. Genau, in diesem Sinne. Vielen, 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 vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Kochi. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und das nächste wieder dabei sein. Bye.